was passieren in dieser Folge, besser die Gegner fokussieren kann. Und was noch viel krasser ist, irgendwie, ich treffe jeden Schuss in Schwarz-Weiß. Ich finde das halt echt heftig. Yo, Freunde, was geht ab? Willkommen auf ein neues Video auf meinem Kanal. Ihr seht schon, euer Bildschirm ist kaputt, Digga, weil wieso sieht es bei euch jetzt schwarz-weiß aus? Nein, Spaß. Ich mache jetzt heute eine Challenge und zwar spiele ich nur in schwarz-weiß. Ey, schaut mal da oben, wie die Karte ausschaut. Ich fühle mich hier wie in einem Kinderfilm, Digga, von 1996. Da habe ich nicht mal gelebt, aber okay. Ich werde jetzt versuchen, den Win zu holen auf schwarz-weiß. Schwarz-weiß-Win, Digga, das wäre geil, Digga. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das Video nennen soll, aber ich denke mal irgendwie Schwarz-Weiß-Challenge in Fortnite oder Schwarz-Weiß-Fortnite-Beste-Spiel. Ich weiß, ihr denkt so gerade, ja, das sieht ja voll kacke aus und so. Aber ey, das Krasse ist, du kannst dich viel besser auf Gegner fokussieren. Freunde, glaubt mir, schwarz-weiß ist geil. Schwarz-weiß sieht geil aus. Und wieso finde ich ja keine Waffe, Mann? Ist das eine SK? Nein. Okay, das ist eine MP. Das sehe ich noch nicht so gut. Das ist so diese neue Pistole. Ach, geil, das sind ja... Lol, das sieht alles so lustig aus. Ey, schaut mal, wie mein Leben aussieht. Geil. Komm, ich werde jetzt versuchen, den Win zu holen. Es leben jetzt 61 Spieler. Ich habe echt Bock, den Win zu holen. Und wenn ihr neu seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da, um nichts zu verpassen. Aktiviert die Glocke. Und über ein Like würde ich mich auch freuen, denn das wird mir einfach helfen. Ja, moin. Ich schwöre, ich komme mir gerade vor wie in einem Horrorfilm, Digga. Schwarz-weiß. Ey, wir brauchen hier mal ein paar Fights, Digga. Was soll das? Wird langsam langweilig hier. Wir brauchen mal ein paar Action-Maction, Digga. Okay, Bounce-Betzen auch zurück. Vielleicht wisst ihr es ja noch nicht, aber jetzt wisst ist, dass die Bounce Pads zurück sind, dank Fortnite. Die haben einfach gesagt, wir machen wieder rein. Dann habe ich okay gesagt, weil ihr wisst Bescheid, ich bin der Chef von Epic Games und die müssen halt immer vorher mich fragen, wenn die was reintun wollen. Dann habe ich natürlich gesagt, okay, komm, mach mal, mach mal. Ich will ja nicht so sein. Da hatte ich einen richtig guten Tag gehabt und habe gesagt, komm, Leute, wir machen jetzt Bounce Pads rein. Also ich verdiene um die 80 Millionen Euro in der Stunde, aber 100 Millionen gebe ich aus in der Stunde. Also ich bin Epic Games Mitarbeiter. ASMR, Digga. Wo bist du, hä? Digga, schwarz-weiß. Ich pushe den Gegner und das macht mir einfach gar nichts aus, Digga, weil ich schwarz-weiß ist. Oh mein Gott. Digga, er ist einfach so dumm. Okay, Freunde, den Win. Wir haben jetzt schon 2 Kills, Alter. Das ist ein Gegner. Und da vorne ist er. Freunde, in Schwarz-Weiß sieht es echt anders aus. Digga! 3 Kills in Schwarz-Weiß, Junge. Bruder, ich weiß, das sieht vielleicht für euch langweilig aus. Ich weiß auch nicht, wie das bei euch ankommen wird. Aber wenn ihr bis hier jetzt dran geblieben seid, dann ist das ein Zeichen dafür, dass jeder Fortnite-Spieler jetzt in Schwarz-Weiß spielen sollte. Bruh. Wisst ihr, was ich meine? Also von dem Ding her. Okay, ich erzähle euch mal zwischendurch eine Geschichte. Und zwar, als ich 100 war, vor 200 Jahren, da war ich ein Gangster. Ich war ziemlich bekannt auf der ganzen Welt. Man nannte mich auch den Rainbow Blow-Up Sing Sing Friendly Guy. Meine Augen tun auf jeden Fall nicht mehr so weh, seitdem ich jetzt Schwarz-Weiß spiele. Das muss ich schon sagen. Mein Aim ist echt krass geworden, weil ich besser die Gegner fokussieren kann. Und was noch viel krasser ist, irgendwie, ich treffe jeden Schuss in Schwarz-Weiß. Ich finde das halt echt heftig. Schaut mal, ich kann hier den Loot viel besser erkennen, weil diese ganzen Farben weg sind und so diese weißen Gegenstände so ein bisschen leuchten. Wisst ihr, was ich meine? Schau mal, ich sehe hier zum Beispiel viel Loot. Und wenn ein Gegner kommt, ich push den und ganz ehrlich, wenn ich ihn pushe, so ich habe schon so ein Gefühl, was er machen könnte. Das einzige Problem bei Schwarz-Weiß ist, ich weiß halt nicht, welche Farbe die Gegenstände haben. Ich finde das brutal krass. Das ist zum Beispiel eine gewöhnliche Sturmgewehr. Zum Beispiel, ich wusste jetzt nicht, welches Sturmgewehr welche Farbe hat. Ich finde das krass. Das macht Bock, Alter. Ich schwöre, das macht Bock. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke und schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich einfach in den nächsten Tagen direkt noch eine Folge. Ganz ehrlich, das macht richtig Bock. Wie die Zone aussieht, wie die Karte aussieht, Bruder, das macht so Bock, ich schwöre. Fortnite Challenge ist dein Schwarz-Weiß. Soll ich mal gegen andere YouTuber so eine Challenge machen? Wie zum Beispiel gegen Z-Max oder irgendjemand anderen. Egal wer, schreibt es in die Kommentare, dann schreibe ich ihn an. Dann machen wir eine Schwarz-Weiß-Challenge, vielleicht so um 500 Euro oder so. Oh shit, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Er bewegt sich, Digga. Er ist nicht schlecht. Digga, Iconic Skin. Puh.
Freunde, Challenge, Gotham City. Gotham City, Digga. Gotham City Challenge, schwarz-weiß. Ich muss jetzt versuchen, die ganze Zeit hier zu bleiben. Wenn ich sterbe, dann bin ich tot, dann ist die Challenge vorbei, Leute. Aber wenn ich jetzt gewinnen sollte, dann habe ich die Challenge gewonnen und ihr müsst unbedingt ein Abo dalassen. Wisst ihr, was ich meine? Challenge gegen meine Abonnenten. Beziehungsweise gegen Leute, die mich noch nicht abonniert haben. Leute, ich gebe jetzt alles. Ich gebe jetzt alles. Ich will nicht sterben. Und ich will, dass ihr mich abonniert. Wisst ihr, was ich meine? Weil dann seid ihr auch in der Community. Bitte, bitte, bitte. Ey, nein. Mies, Digga. Nice. Nein, geh weg! Ey, wenn ich jetzt am Anfang. Du. Oh mein Gott, okay, er hat noch keine Waffe. Gut, 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 gut. Okay, okay, nice. Fuck! Mohammed, Digga, Mohammed! Ich, Alter. Er gibt mir One-Shot, Mann. Digga. Und danke, dass das Video gestern bei euch so gut angekommen ist. Wirklich, wirklich, echt, echt. Also, wow, einfach wow, Digga, wow. Boah, die Musik ist auch echt hart, Digga. Ich fühle mich hier, oh mein Gott. Und das Krasse ist, Leute, auf Netflix gibt's ja auch Gotham, ne? Und ich schaue mir das an, Digga. Ey, die Serie macht Bock, Digga. Ich schwör's dir. Fortnite macht halt echt krass Werbung für die, ohne Scheiß. Ich bin einfach nur wegen Fortnite wieder auf die Serie gekommen. Früher habe ich die schon mal gesehen gehabt, aber ich dachte mir, ja, Fortnite hat jetzt so gemacht, dies, das, Ananas. Dann habe ich da wieder reingeschaut. Ey, das ist halt echt krass, Mann. Man muss halt auch echt aufpassen, welche Waffe man aufhebt. Weil du weißt halt nicht, welche Farbe die Waffe hat. Ich schwör, das ist eine richtig geile Challenge. Und ich fordere jeden YouTuber dazu heraus, diese Challenge zu machen und dazu zu gewinnen. Dann gebe ich ihm 10 Euro. Ich schwör, ich schenke ihm 10 Euro. Ey, aber, es gibt einen Haken, Freunde. Es gibt einen Haken. Man kann auch so tun, als würde man Schwarz-Weiß spielen. Dann tut man halt einfach am Ende das Gameplay verändern. Nein, 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 Freunde, wir machen die Challenge doch nicht. Dann kann jeder einfach gewinnen. Nee, sowas so. Machen wir nicht. Gib Scar, Junge. Schon wieder eine Kiste, Digga. Nice. Ich schwöre, nice. Okay, Freunde, jetzt beginnt wieder die Jagd, Digga. Jetzt beginnt die Jagd der Gangsters. Schau mal, ich habe keine Angst, dass mich jemand anschießt. Wisst ihr warum? Weil ich bin Batman. Oh mein Gott. Werd sauer, Digga. Es ist halt auch nicht einfach in Schwarz-Weiß, Mann. Ihr müsst mich auch verstehen, Leute. Wenn ich jetzt sterbe, dann liegt es nicht daran, weil ich nicht so gut bin oder so. Ich kann schon Fortnite spielen. Aber, das liegt daran, weil es Schwarz-Weiß ist, Mann. Man weiß halt nicht immer, dass es so krass ist. Leute, Schwarz-Weiß ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich bin ehrlich. Schwarz-Weiß ist gar nicht mal so schlecht. Nee, Leute, ganz ehrlich, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf noch eine Runde. Schluss jetzt. Wenn ihr neu seid und bis jetzt angeschaut habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet, meine anderen Videos abchecken würdet. Und wenn ihr dieses Video gefeiert habt, dann lasst am besten ein Like da und gebt mir ein Zeichen, nehmt mir einen Kommentar, schreibt oder es mit euren Freunden teilt. Und wie gesagt, könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben, bald kommen auch OG-Clan Folgen. Und Freunde, ich mache zurzeit wirklich jeden Tag ein Video und mich würde es freuen, wenn ihr wirklich jeden Tag meine Videos abchecken würdet, weil da ist wirklich viel Arbeit drin und ich mache das mit Liebe für euch, Freunde. Und da möchte ich halt einfach nicht sagen, komm, gib mir was zurück, schaut meine Videos, sondern wenn ihr Spaß daran habt, dann gönnt euch einfach die Videos, Freunde. Gönnt euch die Videos. Und ich würde sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein und Peace.